Und ein herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder eine richtig geile, gediegene Runde. Ark! Gemeinsam mit Deko, der heute aufgenommen hat. Es tut mir leid, ich muss mich entschuldigen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber hasta la mar. Hallo, Muchachos! Herzlich willkommen zu Ark! Willkommen zurück, hoffentlich. Ich bin hier mit meinem massiv muskulären Körper auf meinem Zitzen-Eichhörnchen am Reiten. Zitzen-Eichhörnchen-Schnabeltier. Am Reiten. Und da drüben, hat Marvin mir gerade gesagt, da müssen wir hin. Da. Zu dieser Inselgruppe da. Ja, da gehen wir tauchen. Das ist sozusagen das Ark-Riff hier. Lass uns da mal hinkommen. Du kannst darüber gleiten. Ich habe ein fettes Problem. Ja, ich muss aber erstmal Anschub nehmen hier. Ich springe. So. Springe. Hua. 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 Und gleit. Alter, so, mal schauen, wie die aussieht, wie weit ich komme. Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein Vorteil für dich. Du kannst unten so ein bisschen geile Crumbs angucken. Kannst du aber auch. Mal schauen. Du kannst auch abtauchen, aber dann kannst du natürlich nicht mehr so gut hoch hier. Ah, guck mal, ich bin rechts neben dir, oben. Ah, da bist du. Hallo! Oh, komme ich hier irgendwo hoch? Hier ist so eine winzig kleine Sandbucht-Tacke. Weiß aber nicht, ob ich... Oben drauf müsste ich eigentlich schaffen, oder? Ja. Tada, gelandet, Alter. Sehr kompletten gut. Kompletten Weg rübergeflogen, wie ein Profi. Dann würde ich sagen, im Notfall bauen wir hier erstmal ein Bett hin, oder? Falls ja, wir jetzt hier Bett wäre nicht schlecht. Einmal alles kaputt machen hier. Einmal alles bitte. Aber ich glaube, besser unten, oder? Hier ist ja diese kleine... Dieses kleine Lachschen hier. Digga, das sieht aber schon geil aus hier, oder? Aber okay, ich konnte nicht mehr abheben. Alter, oh, Megalodon. Wo bist du denn? Ja, ein bisschen abgetaucht. Oh, hier ist noch Metall. Hier, auf dieser kleinen... Diesem kleinen Sandstrand hier vorne auf der Ecke. Der Seite, wo wir herkamen. Da willst du was für... Ah, okay. Hier würde ich jetzt zwei Bettchen bauen. Oder du baust zwei Bettchen und ich baue eben hier noch Metall ab. Metall, okay. Ich sorge mich ein bisschen um unsere Metallversorgung. Ich habe jetzt insgesamt in der Wüste schon 3700 Metall abgebaut. Oh, ein bisschen ist das. Und wir haben auch unseren Industrieschmelzer, das geht dann mega schnell. Aber dann können wir nicht irgendwann ohne Metallbarren dastehen. Sicher. Dann passe ich da mal ein bisschen auf. So, erstmal Sinomarkrops, nochmal hier rüber und rüber. Den kann ich auch nochmal leveln, auf Gewicht natürlich. Und dann wird der Sinomarkrops abgesinomarkropst. Bleiben sie hier, alles schön auf neutral pfeifen, oder? Ja, machen wir. So, und anlegen. Wobei, ich lasse die Brille mal ab, oder? Die bringt die überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Testen wir gleich mal. Digga, das ist wirklich Höchstgeschwindigkeit hier. Achso, ich glaube nur die Atemmaske funktioniert dann, ne? Obwohl, ne, geht auch so, krass. So langsam sind wir? Ich dachte, wir wären viel schneller. Digga, im Vergleich so zu der Geschwindigkeit, mit der wir an Land rumlaufen können. Ja. Das ist schon schwach. Oh, ey. Die Hauptsache mein Mähwing, ich pfeife auf Passive und er pfeift wieder doppelt und mein Mähwing folgt mir. Wieso ist denn meine Hose schon zu 50% down? Achso, ich glaube, der hat dich an auf dem Weg hier, als mich der Mantis angegriffen hat. Also irgendwo hier soll es jetzt was geben. Ich weiß nicht, ob wir noch tiefer müssen. Alter Schwede. Geht noch tiefer, ne? Weiß nicht, wo du bist. Einfach nach unten. Einfach. Ja, aber ja nicht auf der Seite, oder? Ja, auf der anderen Seite nach unten. Haben wir eigentlich unendlich Sauerstoff jetzt? Also ich... Hab grad gar keine Sauerstoffanzeige, deswegen hoffe ich das, ja. Scheiß, was ist das? Was ist das? Ich bin tot. Mosasaurus, oh, das ist glaube ich dieses Riesentier. Nein, die habe ich viel zu spät gesehen, ey. Alter, ich bin aber auch so langsam gewesen. Alter. Okay, jetzt muss ich mit meinem Frozen Balls Chair dahin, ne? Frozen Balls Chair. Also ich bin jetzt hier unten unter Wasser an so einem Ölvorkommen. Okay. Ja. Ich tauche nochmal auf, weil ich habe gesagt, ich habe keinen Plan, wo du hin bist.
Ich muss auch irgendwo meine Leiche eigentlich jetzt hier sehen, ne? Eigentlich. Und da, dich sehe ich. Ich weiß nicht. Du siehst meine Leiche nicht! Ob die Megalodons schon ein Arschloch auf dem Zettel haben? Ist wahrscheinlich. Da ist ein Level 135 Manta. Da ist ein Ichthyosaurier, Level 95. Eigentlich müssten wir so einen haben. Ja, ja. Oh, hier sind kleine. Hier müssen wir passiv zähmen. Oh, ich sehe Perlen, ich sehe Muscheln. Da ist ein Megalodon, Level 55, und hier sind ganz viele Trigodyten. Alter, und da ist wieder so ein Mosasaurus. Digga, was sind das für Viecher? Ah, da unten ist auch meine Leiche. Ich habe jetzt irgendwie zweimal 33 Siliziumperlen eingesammelt. Lock die mal weg von meiner Leiche. Oh fuck! Megalodon bei mir. Ja, Digga, Megalodon ist nichts. Ich weiß nicht. Die haben schon relativ viel AP. Folgen die mir? Die Mosa-Dinger? Nee, okay. Ich krieg jetzt langsam Damage. So. Aber kann ich mit meinem Schwert nicht treffen, den Megalodon, oder was? Du hast auch deine Harpune dabei dafür. Ja, aber die macht auch nur 200 Damage. Und wenn der Hai hier 4 KHP hat, 3 KHP hat, dann sind 200 Damage nicht Digga, so viel. Diese Harpune bringt ja gar nichts. Ist schon nicht so stark, wie sie sein sollte, würde ich sagen. Können wir unter Wasser mit der Armbrust auch schießen? Müsste eigentlich gehen, ne? Ja, das geht. Der haut einfach nicht ab von meiner Leiche hier, dieser Mosasaurus. Ja, weg. Ist das nicht so ein Riesenviech? Ja, relativ. Und ich kann ja unter Wasser nichts machen. Wenn ich den... Oh, da sind diese Quallen. Auch böse, ne? Wenn ich einen Megalodon abbaue, habe ich dann Fischfleisch? Kann ich damit den Ichthyosaurier tämen? Ja, kannst du. Und den brauche ich jetzt. Und da braucht man keinen Sattel für, ne? Nee. Dann baue ich jetzt hier den Megalodon ab. Alter, was sind das denn für Viecher? Das sind ja nochmal komplett andere Viecher. Was für eine Unterwasserwelt sind wir hier? Kann man den Ichthyo auch mit rohem Fischfilet füttern? Bestimmt, dann geht es wahrscheinlich noch schneller. Oh. Ich sehe den Plesiosaurus. Das ist auch so ein Riesenviech. Megalodon Level 20, da ist ein Ichthyosaurier Level 20. Nein, nein, nein! Ich krieg mal aus deinen Support. Sonst mit Frozen Balls hier weg. Ja, ich habe keinen Plan, wo du bist. Oh. Ich weiß nicht, ob dieser Plesiosaurier hier aggressiv ist. Ich bin gleich tot, aber vielleicht kann ich den. Oh, mein Frozen Balls geht zum Glück nach oben, ey. Alter Schwede. Alter Schwede! Der haut einfach nicht ab, dieser Mosasaurus! Und ich kann aber leider auch nicht sehen, wie viel Damage der, oder wie viel Leben der hat. Der schwimmt zu weit weg von mir, der Ichthyosaurier. Komm, seid lieb. Wie bist du? Level 20, dich will ich nicht. Ja, ja, ich habe ihn gefüttert. Komm. Habe ich den Megalodon wieder nach oben gebaut? Los, ich muss zu meiner... Muss zu meiner Leiche hier. 20. 135, ist nicht hungrig. 16% Zähmung mit einem Filet. Plus wieder nach oben. Ich brauche alles, Bruder. Außer das hier. Okay. Ich habe meine Leiche looten können. Ich hau jetzt hier ab. Gut. Megalodon greift jetzt. Zwei Megalodons greifen jetzt nur mein Frozen Ball Chair an, aber das ist egal, das überlebt er. Im Notfall springt er weg. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr, komm ich nicht mehr hoch? Krasse Dinos hier, ey. Crazy Dinos. Okay, der. Hey, ich kann nicht mehr aufsteigen. Ach, das ist dein Mehrwing! Dein Mehrwing greift da auch an. Oh, wo greift er an? Dein Mehrwing ist im Wasser. Greift jetzt hier Megalodons an. Da muss ich mal kurz klären. Neutral pfeifen vielleicht. Nee, passiv. Oh mein Gott, Mehrwing kriegt fett auf die Fräse. Komm mal schnell hier hoch. Nicht gut. Alles geregelt. Ich habe keine Ausdauer mehr, meine Ausdauer. Oh, drei Terina will, glaube ich, auch Action machen. Die ziehe ich aber mal ganz schnell zurück. Ich glaube, die müssen wir auch passiv machen. Alles passiv, Alter. Alles passiv. Okay. Ja, das war bisher so semi-erfolgreich. Hä? Ich hab einfach unter Wasser jetzt keine Ausdauer mehr und die Ausdauer lädt nicht auf. Und jetzt?
Ich tauche einfach irgendwie mit so einem kmh oder so tauche ich nach oben. Wo bist du denn? Bist du hinter der Basis oder? Ich bin auf der anderen Seite, ja. Und dann nochmal hinter einem anderen Felsen. Weil der Maverick ist diesen ja echt. Ichthyosaurier tame, aber ich komme halt nicht dran, weil ich keine Aussagen habe. Wo bist du? Vielleicht sehe ich dich ja gleich irgendwo. Weil mit dem Maywing ist man so mega schnell. Alter Schwede. Okay, Wasserwasserfläche, ich bin oben. Ach, du bist oben, okay, ich wollte dich gerade retten. Aber ich krieg trotzdem keine Ausdauer. Wie lädt man denn Ausdauer auf? Indem du, glaube ich, an Land gehst. Ach, da bist du. Hier, steig auf. Dann kannst du. Hier. Nico? Warte, da ist dich. So, ja. Was hin? Er ist gesprungen. Vielleicht lädst du so auf Ausdauer auf. Und? Nee. Ich hab ein bisschen Angst in meinem Höschen. Hier hast du irgendwen gesnackt. Megalodon 50. Jetzt habe ich wieder Ausdauer. Sehr gut. Aber den Maverick sollte man nicht weglassen, ne? Besser? Wieso? Der ist schneller als ein Megalodon. Der ist schneller als alles, was hier rumschwimmt. Ich hätte gern so ein Ichthyosaurus. Ja, da bin ich auch gerade dabei. Ichthyosaurus. Ja, also wenn du. Achso, du hast du schon was reingesteckt? Ich habe einen schon angefangen. Oh, hier ist er, okay. Verfolgen, da. Wo ist der Chaco da hinten, ne? Ich habe nur leider. Pass auf, da ist ein Hai um die Ecke. Ich habe nur leider kein Fleisch, den ich reinballern kann. Wo ist denn der Maywing? Ach, da. Okay. Alter, drei Haie hier, ne? Eieiei. Achso, ich ertrinke, weil ich gerade. Ah. Tauchausrüstung nicht mehr angezogen. Aber du hast jetzt schon ein paar Siliziumperlen snacken können? Ja, zwei Stück. Zwei? Also 68 habe ich jetzt. Okay. Sind hier gemarkert? Ey, auch hier nicht. Irgendwie. Dass man hier nirgendwo aus dem Wasser raus kann, ne? Wir hätten uns vorher... Oh, so ein Basilosaurus ist hinter mir. Weißt du, was diese Plesiosaurier sind? Ja. Sind die aggressiv? Ja. So einer verfolgt mich gerade. Alter Schwede, das ist ja richtig tödlich hier. Wir hätten uns vorher so ein Ichthyosaurier tamen müssen. Pass auf, ach so, so... Wenn ich das jetzt alle zu dir locke, schieß da auch nochmal gegen. Ich lock den Megalo doch mal weg, ne? Der dich auch noch hier verfolgt. Ja. Yeah. Angst? Nee, der ist ziemlich geil auf dich. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Attacke gemacht. Wollen wir da nochmal auch reinballern? Machst du die weg oder wollen wir die ficken? Los, die Nudeln war, los. Ja! Komm schon. Ja! Der ist, glaube ich, der ist auch Level 50. Level 50? Ja. Haben wir gleich. Ja. Helf doch, Junge. Geht doch. Haben wir, sehr gut. So, wo ist denn jetzt mein scheiß Ichthyosaurier eigentlich hier? Kannst du doch verfolgen lassen. Ja, habe ich jetzt markiert. Mega weit weg. Ich brauche Hilfe. Brauchst du Hilfe? Ja, wobei, die Megalodon hat abgedreht. Die gehen auf dich, glaube ich, jetzt. Ah, ne, jetzt wieder auf mich. Ja, warum ist der denn aggressiv? Weil ich mit meinem Dino hier bin? Nee, die wurden mir auch gerade als aggressiv angezeigt. Ich konnte ja, immer füttern. Oh, die ganzen Megalodons hier! Ey, die nerven so. Diese Unterwasserwelt ist so kacke, ey. Die ist so kacke. Weil wir nichts machen können. Wir sind hier richtige Chacos, Alter. Wir sind richtige Chacos in der Unterwasserwelt. Ja, 25 HP, Junge. Stirb doch einfach. Habt ihr mal ein Bild gesehen von diesem 800 Jahre alten Arschhai in Island oder so? Nee. Wie sieht der aus? Sieht genauso aus wie ein Megalodon, wenn es stirbt. Ja, aber wo sind jetzt hier die versprochenen Muscheln, Bruder? Muscheln. Digga, unten am Grund habe ich welche gefunden. Zwei Stück. Alter, was ist das denn hier? Lol, ich hab so eine Megaschildkröte gefunden. Ja? Alter! Was?
Das ist ja ein richtiges Haus, ey. Die müssen wir auch irgendwann zähmen. Hätte ich Real Talk richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Aber das soll ja mit der schwierigste Tame sein, ne? Ganz arg, ja. Also laut Delta, ne? Wahrscheinlich wieder richtiges Gesalz in der Community. Nee, ich hab da auch schon Videos zugesehen, wie das funktioniert. Das ist schon echt hairy. Aber gut, dass wir hier so eine Schildkröte haben. Weißt du, ob Siliziumperlen auch mit der... Warte mal, ist das was? Mit der Spy-Mod da angezeigt werden oder sind das einfach nur die... Okay. Sind halt so glänzende Dinger auf dem Boden, ne? Die leuchten ja so ein bisschen weiß. Jetzt hau ich hier noch einen Level 90 Megalodon weg. Hoffentlich bevor er mich weghaut. Ein Anglerfisch! Was gibt's hier für... Oh ja, hier habe ich jetzt auch welche. Oh, ich könnte jetzt den Spot haben, aber... Ich versuche so einen Anglerfisch noch zu knacken. Ich weiß nicht, was der kann, weißt du? Wenn er mich hier runter yeetet, hat irgendwie so eine kranke Fähigkeit, dann bin ich am Arsch. Ich glaube, der kann dich ohnmächtig machen, so runterhauen. Echt? Aber sicher bin ich mir nicht. Nee, dann hau ich hier erstmal ab. Okay, Ichthyosaurus zweimal gefüttert. 33% Tamung. Er ist dann auch Level 210, der Ichthyo. Alter. Ich glaube, den kann man dann ganz gut gebrauchen. Ja. Aber der wehrt sich, glaube ich, nicht. Ne? Wir könnten ihn nicht mal bei uns an der Base ins Wasser stecken, weil der einfach von den Krokodilen weggeschnabbelt werden würde. Der landet dann einfach in der Kryokapsel. Aber so ein Plesiosaurier hätte ich auch richtig Bock zu tamen, ey. Das sieht so geil aus, die Viecher. Was auch noch gibt, sind diese Kraken. Habe ich auch gesehen. Oder sowas. Kariku. Aber auch gar keine Ahnung, wie man da dran kommt. Die habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Das sind wohl auch relativ starke PvP-Dinos. Mein Atemgerät ist kaputt. Kaputt? Ja, einfach nur vom Tauchen. Okay. Dann checke ich das gleich auch mal ab. Scheiße, ey. Da hinten sehe ich noch einen Ichthi, der ist Level 95. Wo? Da. Wo ich jetzt hin, schon mal die Richtung. Ah, da. Level 20, den nehme ich mir, ey. Da drüber. Ich nehme den 20er, eiskalt. Komm, Ichthyosaurier, komm doch her, Alter. Ich will nicht zu den scheiß Megalodons hin und tauche noch nicht noch tiefer ab. Ich kann. Keine Sauerstoffflasche dabei, Junge. Ja, gefüttert. Oh fuck, Megalodon, ich bin tot. Nein. Kann ich die noch retten? Warte, ich versuche dich zu retten. Oh. Glaub nicht, einmal zubeißen, dann bin ich down. Ich hab ihn ausgetänzelt. Tänzel ihn weiter aus, los! Oh. Ich hab ihn tot, ist da noch einer? Nee. Willst du schnell hier auf den Lachs drauf, oder? Der Ichthi hat jetzt 66% Tamung, 67%. Also eigentlich bräuchte ich eine neue Sauerstoffflasche. Das würde mir helfen. Digga, wann willst du wieder was essen? Erst wenn er wieder hungrig ist, okay. Kannst du den von dem Viech ausfüttern? Nee, das wäre geil. Dann versuche ich deinen schon mal wieder zu füttern, ja? Also meiner will gerade nicht. Zweimal muss man da noch. Aber ich habe ihm auch erst vor relativ kurzer Zeit gegeben. Wo ist mein Mailwing? Bleib locker, Bruder, bleib locker! Da kommt ein Hai zu dir, glaube ich. Ja, bin weg. Ich habe ihm nochmal was reingedrückt, ne? Also 71%. Okay, Alter. Was für eine schwere Geburt hier, ne? Wirklich, was für eine schwere Geburt. Und dann können wir nicht auf Perlen tauchen gehen, Alter. Wobei, eigentlich kann ich das auch nicht, weil ich werde ja saufen, bevor ich unten ankomme. Also eigentlich muss ich dann zurück in die Base. Eigentlich. Ja, ich hab einen gezähmt, das muss ich natürlich. Wo ist mein Ichthi ist gerade relativ weit oben. Oh, ich kann dir jetzt den Ichthi geben. Ja, würde ich nehmen. Oh, bring eine Armee von Megalodons mit, 4 Stück. Das ist nicht gut. Ja, gönn dir, Deko. Ja. Hast du ihn? Ja. Nein. Hilfe. Der hat keinen Sattel. Achso, die brauchen doch einen Sattel? Shit, ey. Ach, come on. Dann mach ich einen. Keine Ausdauer mehr. Aber dann hier drauf. Willst du jetzt einen Ichthi-Sattel craften? Kann der Mehrwing craften?
Nee, aber ich kann einfach eine Werkbank bauen. Deko, hast du den Mehrwing? Ja, ich bin auf einer Insel. Hauptsache, lässt mich hier einfach komplett allein. Ich dachte, du willst da nur kurz drauf gehen. Ja, so wie du mich auch die ganze Zeit. Ist der Mehrwing wieder abgehauen zu dir? Digga, was für ein Chaos, ey. Herstellung, Smithy. Was brauchen wir? Wo ist die Sandbank? Wir brauchen 5 Metallbarren. Wie willst du? Ach so. Ja, könnte man auch machen, ne? Aber das alles nur. Ey, das ist schon ziemlich. Müsste mal einen Ofen bauen. Vorbereitung sein U-Boot-Vater. Also, wir müssen eigentlich wieder zurück zur Base. Oh, ich kann jetzt nicht mal ins Wasser springen und mein Ichti fertig tame, weil er gerade Level 85 Megalodon drüber schwimmt. Komm her, du mieser Bastard, ey. Schieß da mal gegen, genau, dann versuche ich da nochmal was reinzudrücken. Aber nur viel Lebede. Ja, ja, natürlich. Ja. Und? Wie viel? Prozent? 98,3. Das stimmt gar nicht. 97%. Okay. Einmal noch, ne? Diesen einen Hai müssen wir doch noch wegflexen. Hast du kein Filet mehr, oder was? Nee, doch, aber der nervt. Der geht hier die ganze Zeit um uns herum. Ich kann leider von hier nicht treffen. Du musst ihn näher an mich ranlocken. Hier bist du, ne? Okay. Komm! Komm her, Monsieur Megalodon! Hä, das ist jetzt nur noch bei 89? Alter, warum geht das so krass runter? 87? 88? Was hast du getan? Hä? Nichts! Hast du ihn angegriffen? Nein, natürlich nicht! Ich hab ihn. Erfolgreich, oh, zum Glück. Ich kann... Ah! Wo, ja? Wo? Alle beiden folgen? Ja, okay, hab ich. Jetzt müssen wir nur noch die Sandbank finden, komm. Stirb doch endlich, du Mistviech! Der greift die Dinger an, ne? Dann hau ich ab. Wie viel Damage hat der noch? Ja. Immer noch! Ich sitze jetzt einfach hier auf der... auf der Insel fest. Weißt du, wo unsere Sandbank ist? Nichts. Oh fuck, ich bin ins Wasser gefallen. Oh no, oh no. Nudeln, los, komm, Nudel. Oh no, nicht getroffen. Aua, ich bin nicht tot. Aua, wo ist er? Ist er down? Ja. Okay. Lol. Nein, meiner, ne? Ja. Nein, wie viel Leben hatte der? 4, Alter? Irgendwie so. Auch oh noch. Nein, vor uns auch schon wieder Megalodon. Ey, ich muss hier weg. Ey, was? Wo ist jetzt diese Sandbank? Ich will nur noch Digga, die Sandbank. Digga, und so ein Rochen. Ey, Junge, ich will das, ey. Digga, beste Folge EU. West. Ich habe immerhin weißt 60 du noch, wo unsere... Siliziumperlen. Weißt du, wo die Sandbank ist? Nee, nicht so richtig. Der dreht die ganze Zeit seine Runden hier. Das wäre da verrückt! Siehst du das? Vielleicht will er zu mir eigentlich. Er will zu Papa. Ich cruise mal zu dir, vielleicht folgt er ja. Oh, da, ich hab jetzt auch so einen Fischschwarm hier gesehen. Dann würde ich ihn einfach sofort was ist das? In die Kryokapsel. Oh, Marvin, ich hab so einen Dunkleosteus gesehen. Was ist das denn für ein Viech, Alter? Den muss ich aber von nahem sehen. Digga, 200 Meter entfernt, ne? Echt? Kann man unter Wasser. Hallo? Ja? Es kann sein, dass dein Ichti da gerade hinten geschnackselt wird, ne? Aber. Egal. Ist der Dunkleosteus an. Der ist nicht aggressiv. Der ist tamebar. Durch. Torpor. Level 20. Schieß los, komm rein. Unterwegs. Da kommt ein Megalodon. Alter, was ist das? Alter Schwede, ey. Was für eine schwere Geburt, Digga. Dich bring ich um, du dreckiger Bastard, ey. Keine Munition mehr. Fuck! Alter. Okay, also, was? Wir haben jetzt einen Ichthyosaurus und, Warte, beruhig dich. Bisschen zurück in die Base. Machen alles hier? Ja. Haut mal in die Kommentare, was ist ein Dunkleosteus und, sind die nice to have? Den habe ich ja noch nie vorher gesehen. Ich wusste nur, dass es den gibt, weil ich ständig den Sattel aus dem
Loot Drop hole. Digga, und dann zählt der Damage Scheiß nicht mit dem Bolzen, ne? Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Einmal noch, Digga, dich lachs ich weg. Oh, da hinten ist so ein Elektroal. Oh ja. Oh, da ist der Mosasaurus. Jetzt weiß ich, wie, was du meinst. 55. Krasses Teil, ne? Alter Schwede. Ja, das ist ja so ein Krokodil mit so einem sehr langen Schwanz. That's what she said. Alter Schwede, das war wieder so eine richtig typische Loser-Folge, oder? Also. Schon so ein bisschen, ja. Einfach nur die ganze Zeit im Wasser gewesen. Die ganze Zeit gestorben. Heißt das nicht Forge? Der Ofen? Heißt doch Forge, oder nicht? Such mal nach Melting oder sowas. Ah, ich hab nicht gelernt. Feuerstein, Fasern, Leder, Holz, Stein. Haben wir zufälligerweise noch Leder im Mana? Haben wir. Komm, das bauen wir noch hin. Eieiei. Ich kann nicht mehr, ey. Mein Leben. Mein Leben! Feuerstein. Irgendwie so, müsste reichen. Was fehlt noch? Auch nur Fasern. Stein und Fasern. 40 Fasern brauche ich. Forge wird gebaut. Na, wozu farbe ich den Scheiß denn zusammen, Alter? Bitte schön. Freut mich auch, ja. Holz. Holz. Ja! Brauchen wir nicht nur. Also brauchen wir wirklich richtiges Eisen, nicht nur Roheisen. Wir brauchen 5 Metallbarren, ja. Okay. Wo ist meine Gleiterina? Die war da oben irgendwo, ne? Gleiterina ist hier. Ja, aber Gleiterina hat nämlich das ganze Metall. Wo ist denn überhaupt mein Synomarkrops? Ich glaube, ich habe gerade oben auf der Klippe was gesehen. Hallo? Okay. Eisen brennt durch. Ist da oben? Ja. Check. Eisen brennt durch. Wir haben einen Ichthyosaurier. Wir können jetzt den Sattel bauen für den Ichthyosaurier. Was wir nicht machen können, ist unsere Tauchausrüstung reparieren. Das heißt eigentlich, wir haben noch eine Tauchausrüstung und einen Ichthyosaurier. Nächste Folge kann eigentlich nur einer von uns irgendwas machen. Der andere muss nach Hause fliegen. Na, erstmal müssen wir den genauen Standort finden, ne? Also ich habe mich leider so weit informiert, dass ich hier hinkruse. Ich wollte nicht komplett alles wissen. Deswegen sollte ich vielleicht nochmal nachschauen, wo wir genau hin müssen. Dann ist das nicht so ein Chaos, Chaos of Justice. Aber ich kann ja weiter mit dem Mehrwing lang cruisen, ne? Also, du bist ja super schnell mit dem Ishti. Ja, ich bin halt auch nur super schnell out of Sauerstoff. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber okay, Muchachos, der Folge, er war wieder very well organized. Aber ich habe auch mal gehört, ihr schaut die Folgen extra gerne bei uns wegen dem Chaos. Und ich würde sagen, da gab es ja eine ordentliche Portion von. Wir haben auf jeden Fall richtig viele Megalodons weggeklatscht und einen Ichthyosaurus getamed und schon mal ein bisschen Siliziumperlen zumindest angeteased bekommen. Wie viel hast du gesagt? 68. Ich habe 65. Okay, haben wir schon mal 130, ne? Das ist schon mal, ist okay. Ein Anfang, ist okay. Checkt die Beschreibung aus, Link zu Instant Gaming, Link zu Triebwerk, Link zu Merch, alles mögliche auschecken, bis zum nächsten Mal reingehauen und bye bye!